Hold up. How deep can we go? Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute gibt es für euch das letzte Video der Fit durch den Winter Aktion, die in Kooperation mit Copenhagen stattfindet. Und passend zum Valentinstag gibt es heute ein Partner-Workout. Also ein Workout, was ihr zu zweit machen könnt. Schnappt euch dafür einfach euren Liebsten, eure Liebste, einen Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied, wer gerade da ist. Und dann werde ich euch gemeinsam mit meinem CrossFit-Trainer Karl durch 10 verschiedene Übungen führen. Zwischen den Übungen habt ihr 15 Sekunden Pause, um die Position zu wechseln. Ich zeige euch in der Zeit schon die nächste Übung als kleine Vorschau an. Wie immer findet ihr natürlich alle Outfit-Details zu meinem heutigen Nike-Outfit über den Link in der Infobox. Und dort findet ihr auch alle aktuellen Rabatte und Gutscheinaktionen für den Nike-Online-Shop. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, sondern gemeinsam direkt loslegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay, nicht wundern, ich werde in diesem Workout nicht ganz so viel sagen, da ich Musik eingeblendet habe als Motivation, aber euch so ein bisschen die Zeiten ansagen und ein paar Ausrichtungstipps geben. Also, macht euch bereit, los geht's mit den Sit-Ups. How deep can we go? 30 Sekunden durchpowern. Geschwindigkeit halten. Über die Hälfte geschafft. Wir fangen ganz sanft an. Letzten 5 Sekunden. 3, 2, 1. Pause. Drei, zwei, eins, los geht's. Die Plank-Person, den Bauch ganz fest machen. Die Burpee-Person, Geschwindigkeit halten. Prima, Hälfte geschafft. Atmen nicht vergessen. 5, 4, 3, 2, 1 und einmal Position wechseln, direkt im Anschluss und gleich weitermachen. Die Person in der Plank wirklich Bauchspannung halten, den Boden richtig wegschieben. Und die Burpee-Person nicht nachlassen, einfach mal weitermachen. Letzten 3, 2, 1 und kleine Pause. Bringt euch schon mal in Startposition, stellt euch gegenüber. Und wir starten jetzt. Gewicht schön in die Fersen verlagern und aufrecht bleiben im Rumpf. Ruhig so ein bisschen Geschwindigkeit reingeben. Letzten 5, 4, 3, 2, 1 und Pause mit Vorschau. Geht weiter mit dem Shoulder Tap in der Schubkarrenposition. Los geht's. Gleichmäßig die gegenüberliegende Schulter antippen. Wenn es zu anstrengend ist, einfach im Liegestütz halten, ohne Tap. Fünf, vier, drei, zwei, eins und direkt wechseln. Und noch hier nochmal 30 Sekunden. Bauchspannung halten, nicht einsacken im unteren Rücken.
Letzten 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Und es geht gleich weiter mit den High Knees und dem Squat. Bringt euch in Startposition. Let's go. Auch hier schön Geschwindigkeit reingeben. Wir haben nur 30 Sekunden, also gebt hier wirklich alles rein. Nicht langsamer werden, halt. 5, 4, 3, 2, 1 und direkt wechseln. Gar nicht lange zögern, gleich machen. Die Squat-Person auch hier Gewicht eher in die Fersen verlagern. Knie schön hochziehen. Geschwindigkeit halten. Letzten 3 Sekunden. 2, 1. Und kurze Pause. Pause nutzen, um euch auf die nächste Übung vorzubereiten, euch in Startposition zu bringen. Und dann geht's direkt weiter. Leg Raise mit Widerstand. Den Bauch richtig festmachen. Und wer mehr will, kann den Hintern mit nach oben. Aber wirklich nur optional. 5, 4, 3, 2, 1. Und direkt wechseln. Gar nicht viel Zeit verschenken. Stellt euch vor, ihr seid so ein Klappmesser. Lasst den Bauch fest. Auch hier, wer mag, Gesäß mit anheben, kann, muss aber nicht. 3, 2, 1, auflösen, vorbereiten für die nächste Übung. Push-up und Clap. Und los geht's. Sollte es zu anstrengend sein, dann kommt einfach auf die Knie. Ist gar kein Problem. Letzten 3 Sekunden. 2, 1. Pause. Wir machen gleich weiter mit dem Tandem Squat. Also verhakt euch schon mal Rücken an Rücken. Und dann let's go. Ihr dürft hier auch lachen. Ihr dürft hier auch umfallen. Das ist auch passiert. Gar nicht schlimm. Aber machen, bewegen. Über die Hälfte geschafft. Letzten 3 Sekunden. 2, 1. Vorletzte Pause. Jetzt wird es nochmal spannend. Macht euch bereit und Action. Mhm.
Wir haben hier sogar eine Yoga-Übung involviert, und zwar den Stuhl. Den kennt ihr sicherlich. Und dann geht es einmal um die Triceps-Dips. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Und auch hier direkt wechseln. Gleich weitermachen. Und schön über die Beugung in den Ellenbogengelenken gehen. Über die Hälfte geschafft. Letzten 5 Sekunden. 3, 2, 1. Puh, nochmal kurz verschnaufen. Und bereit machen für die letzte Übung. Unser Burnout. Bringt euch in Startposition. Let's go. Mountain Climbers und Crunches bzw. Sit-Ups. Knie richtig hochziehen. Geschwindigkeit halten, lieber ein bisschen schneller werden, hier nochmal alles reingeben. Fünf, vier, drei, zwei, eins und gleich wechseln. Allerletzte Übung, dann haben wir es geschafft. Jetzt nicht aufgeben, nicht ans Aufgeben denken, sondern ans Gewinnen denken. Jetzt einfach mal machen. Prima. Hälfte geschafft. Jetzt nochmal wirklich die letzten Energiereserven holen. Hier reinpacken. Komm schon. Letzten 5 Sekunden so schnell wie ihr könnt. Knie höher. Ziehen, 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 ziehen. Und geschafft. Einmal High Five. Good job. Sehr gut. So ihr Lieben, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet super viel Spaß zusammen. Ich finde ja, Sport im Doppelpack bringt auch gleich doppelt so viel Laune. Also wenn ihr euch weitere Workouts, genau Partner-Workouts wünscht, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ja, und wie dann eingangs schon erwähnt, findet ihr alle aktuellen Nike-Rabatte und Gutscheine über den Link in der Infobox. Und wie ihr im Video sehen konntet, gibt es nicht nur für uns Mädels super coole Klamotten, sondern auch für die Herren. Egal ob für Yoga, Fitness, Laufen, Tennis, alles wird ziemlich gut abgedeckt, wie ich finde. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut einfach mal vorbei. Es gibt das ganze Jahr über abwechslungsreiche Gutscheine und Aktionen. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder im nächsten Video. Macht's gut!